Jetzt habe ich ein Sparbuch, einen Zettel. Warte, kann ich mit dem Zettel den Kaugummi besser aufheben? Nicht. Hm. Ich könnte vielleicht nur Korrektur. Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Ach, das ist das, okay. Das ist eine Flasche Korrekturflüssigkeit. Okay. Besser nicht. Besser nicht. Er redet nicht mit Büchern. Und auch nicht mit Dingen. Out of order. Sieht kaputt aus, aber da ist irgendwas im Mündschacht. Dann nimm bitte, was mal im Mündschacht ist. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Öffne den Mündschacht? Es scheint nicht aufzugehen. Okay. Ich glaube, wenn du drückst, dann geht alles, nicht. Ne? Okay. Du könntest es weiß machen. Bringt ein besser Zettel nicht. Irgendwas? Besser nicht. Ja, okay. Öffne. Benutze. Besser nicht. Besser nicht. Wie mache ich denn, dass ich benutze mitmache? Okay, irgendwie kriege ich es nicht hin mit meinem Inventar. Ich muss noch lernen. Chuck die Pflanze. Kannst du Chuck die Pflanze? Warte, ach, vielleicht muss ich ziehen, warte mal. Chuck die Pflanze weiß machen? Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Das weißt du doch gar nicht. Vielleicht möchte besser ich Chuck nicht. lieber weiß gekleidet sein. Ach so, okay. Das Sparbuch kann ich gar nicht benutzen, oder wie? Aber das kann ich überhin ziehen. Aber das Sparbuch nicht. Besser nicht. Besser nicht. Nee. Das Buch kann ich besser auch verwenden. Nicht. Das Sparbuch ist einfach nicht zu benutzen. Okay. Was denn dann? Hab ich schon versucht? Buch da rein? Besser nicht. Ja. Oh Gott, das werde ich noch oft hören. Okay, der sagt, irgendwas stimmt damit nicht, ne? Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Okay. Kann ich sie... Ist ja, glaube ich, kein Glas... Ein Geheimgang. Das ist fast schon zu einfach. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Laverne, wie bist du nach oben gekommen? Ich bin oben? Ups. Hast du Tentakel gesehen? Was sind Tentakel? Oh, nur etwas, das ich in meiner Freizeit erfunden habe. Gute Tiere eigentlich. Bis einer von ihnen versuchte, die Welt zu erobern. Ich musste die beiden im Keller fesseln. Gut, dass sie uns das gesagt haben. Ja, Bernhard wollte, dass wir sie befreien. Zum Glück seid ihr nicht so blöd. Sagtest du Bernhard? Okay, ihr seid frei. Danke, Bernhard. Ja, danke, du naiver Mensch. Jetzt bin ich frei, um die Welt zu erobern. Warte. Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Er ist unglaublich böse, oder? Ich versuche ihm das auszureden. Ach, welchen Schaden könnte ein verrücktes, mutiertes Tentakel schon anrichten? Verdammter Mist! Dr. Fred! Was hast du diesmal wieder gemacht, du neugieriger Milchtoast? Jetzt ist Purpur Tentakel frei und kann seine Macht benutzen und die Welt erobern, um die Menschheit zu versklaven. Ups. Die einzige Hoffnung ist jetzt, meine Matschmaschine auszustellen und zu verhindern, dass das Mutagen in den Fluss gelangt. Ist es nicht ein bisschen zu spät dafür, Doktor? Sicher. Deswegen müssen wir es schon gestern machen. Ab zur Zeitmaschine. Was? Das ist alles deine Schuld, Bernhard. Achtung, Kinder, der Kron und John. Doc, kannst du Bernhard nicht alleine schicken? Nein, ihr müsst alle gehen, um die Chance zu erhöhen, dass wenigstens einer überlebt. Sind schon mal irgendwelche Leute hier drin verletzt worden? Natürlich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich es mit Menschen ausprobiere. Ah!
Bernard, komm her, damit ich dich schlagen kann. Das muss dieses Woodstock sein, von dem Mutti und Vati immer reden. Was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht, ich will es nicht wissen. Wir werden das gestern wohl nicht erleben. Ich bin mir sicher, Dr. Fred hätte das nicht getan, wenn es nicht sicher wäre. Ja. Schließlich ist er ein Doktor. Es funktioniert! Was für ein Doktor? Ich kann es nicht glauben. Ha! Und da sagt man, ein imitierter Diamant würde nicht reichen. Oh! Oh! Na super. Wir sind gar nicht mitgekommen. Ich hätte doch nicht diese Billigjuwelen aus dem Katalog bestellen sollen. Was ist mit Hoagie und Laverne passiert? Ich wusste, ich hätte einen richtigen Diamanten kaufen sollen. Leben Sie noch? Laut meiner Anzeige ist der dicke 200 Jahre in der Vergangenheit gelandet. Und die andere hängt 200 Jahre in der Zukunft. Na los, bringen Sie sie zurück. Werde ich ja, sobald ich einen neuen Diamanten habe. Dann müssen deine Freunde nur noch ihren Chrono John anschließen und... Anschließen? Wo soll Hoagie denn eine Steckdose finden? 200 Jahre in der Vergangenheit. Tja, nun, er braucht wohl meine patentierte Superbatterie, was? Tja, aber wo habe ich die Pläne dafür nur hingetan? Pläne? Wie sollen wir Hoagie denn die Pläne schicken? Stör mich nicht mit Details, Junge. Hilf mir, die Pläne zu finden. Sie sind hier irgendwo. Also, was soll ich jetzt machen? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Erstens, Pläne finden. Zweitens, Welt retten. Drittens, raus aus meinem Haus. Los geht's! Oh, die ist schlecht. Okay, kann ich mich bewegen? Jetzt! Oh wow, das war ganz schön aufregend. Okay, die anderen beiden sind jetzt 200 Jahre Zukunft und Vergangenheit. Na super. Wie soll man überhaupt den Nachricht schicken dahin? Na super, mal gucken. Ich kann ohne einen neuen Diamanten nichts machen. Ja, aber... Wie sollen wir denn überhaupt eine Nachricht schicken, damit sie wissen, dass sie in ihre Maschine gehen sollen und sie anschließen sollen, damit sie überhaupt noch zurückkommen? Dass wir einen Diamanten haben, wie sollen wir das denen sagen? Oder wir reisen selbst zu ihnen. Das geht auch. Puh, ich bin überrascht, dass ich da lebend rausgekommen bin. Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich finde Puppert und Tagel eigentlich voll cool. Ich mag den. Und er hat seine Macht. Er hat Hände. Vielleicht habe ich sie oben. Das ist es. Sie sind oben. Naja, da wir im Keller sind, ist oben sehr vage. Die Maschine ist auch gut. Also im Endeffekt hat er das Ganze verursacht überhaupt. Warnung. Der Abfall aus diesem Gerät ist hochgiftig und kann bei Genuss Illusionen hervorrufen. Ah. Kann man das mal schlappern? Siehe, nimm mal. Warnung. Nimm einen Schluck. Matschmaschine 3000 nicht anfassen. Oh. Rede. Warnung, nicht mit der Maschine reden. Boah, sowas will ich haben. Warum reden die nicht mit den Sachen? Reden ist wahrscheinlich nur von Menschen da. Schade. Schau dir mal den Hebel an. Ich glaube, das ist der Hebel für die Matschmaschine. Können wir die nicht... So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Ja, aber zumindest... Selbst wenn alles scheitern würde, zumindest werde ich noch mehr Sachen mutiert und der Fluss ist sicher.
Es ist schon mal schrecklich, dass er überhaupt da was reingetan hat. Ach, der Hamster-Generator. Sieht aus wie ein Generator, angetrieben von einer Tretmühle. Ah, das ist der Hamster, dem der uns die Sachen gegeben hat. Süß, Papier. Es ist Dr. Freds Plan für die Superbatterie. Sie ist in der Lage, 1 Gigavolt zu speichern bei einer Ladezeit von 0,1 Sekunden. Wow. Und ist hier unten. Okay, die nehmen wir jetzt erstmal. Ich habe die Pläne. Schnell! Wir müssen sie zu Hogi spülen. Wie wollen Sie das machen? Wie ist er hier gekommen? Meine genialen Superbatteriepläne, bitte. Sie haben sie wirklich weggespült. Ja! Durch die Toilette. Nein! Durch die Zeit. Mit Hilfe der Zeitfluss-Strudelkammer, die ich in jedes Chrono-John eingebaut habe, kann man kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Achso, ich wollte schon sagen, kleine, unbewegliche Objekte durch die Zeit schicken. Hallo? Dr. Fred? Können Sie mich hören? Mist! Haben Sie etwas gehört? Nö. Mal sehen, ob die Hieser noch etwas merkt. Ach, die können also durchgucken. Na prima. Ich sitze in der Kolonialzeit fest, die Tentakel übernehmen die Welt und die Toilette kommt hoch. Hogi! Komm hier rüber! Hier ist dein alter Kumpel Dr. Fred. Dr. Fred? Wie bist du da reingekommen? Ich möchte, dass du die Pläne nimmst, die da in der Schüssel schwimmen, Hogi. Bring sie zu Red Edison. Er ist mein Urgroßvater. Er wird wissen, was zu tun ist. Du brauchst die Pläne für eine Superbatterie, um deine Zeitschüssel daran anzuschließen. Wenn du meinst, Bernhard. Guter Junge. Hat er Erfahrung mit Elektronik? Ich glaube nicht. Tja, ich sah mal, wie 3000 Volt direkt durch seinen Kopf ging, ohne dass er mit der Wimper zuckte. Wurde er da nicht bewusstlos? Nun, er war schon bewusstlos, als das passierte. Okay. Zeit für mich, die Welt zu retten. Hogi ist los. Ah, okay, jetzt kann ich wechseln zwischen den beiden. Ye old. Plumpsklo. Die alten Toiletten. Warum die alten Toiletten? Nur weil wir in der Vergangenheit sind, das ergibt keinen Sinn, oder? Es gibt neue Toiletten. Stark. Beide? Stark. Ja, hier kannst du pink hingehen. Hier, willst du pullern? Warte mal. Hier, benutze. Stark. Nein, will er nicht. Benutze. Bäh, das stinkt. Ja, willst du die Mädchentoilette benutzen? Die kannst du auch benutzen. Da würde ich eher einen Baum benutzen. Hier ist kein Baum. Geh zu Laverne, die hängt in einem. Mal gucken, wo ich hier bin. Oh, süß, ein Kumquat-Baum. Kumquats. Ja, nehmen wir mal einen. Das kann ich nicht nehmen. Wie, warum nicht? Ich kann es nicht bewegen. Ich kann es nicht bewegen. Ja, dann weiß ich auch nicht, benutze. Ich will nicht. Was, du willst nicht? Achso, er will lieber einen Baum benutzen. Aber er will den Kumpa-Baum nicht benutzen. Also weg. Unterdessen, 400 Jahre später. Holt mich hier runter! Okay, jetzt sind wir hier. Gasthaus. Sieht genauso aus wie Dr. Freds Motel. Warte, das Haus ist ein Motel? Wagen? Er ist total verschmutzt. Ja, und sieht sehr alt aus. Ah, okay. Briefkasten. Echt geil. Ist da was drin? Benutze. Ich will nicht. Geschlossen. Öffne. Ah. Nimm den Brief.
Okay. Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Okay. Aber wer? Echt geil. Warum hast du einen Dosenöffner mit? Echt geil, ja. Geh zur Tür. Ich geh einfach mal andere Leute Häuser. Noch nicht? Ach so. Eine Mumie? Eine Mumie? Warum? Was denn los? Keine Lust auf Reden, was? Schweigegelübde oder so, richtig? Warum? Hey, das ist cool. Ich habe etwas Tolles für toller Hut, Mann. Toller Hut, Mann. Dein Hut hat drei Ecken. Ich kenne Jungs, die würden Schaben essen, um Hüte wie diesen zu bekommen. Wo krieg ich so einen? Dein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken. Heute weiß ich nicht. Ich mag die Pyramiden, verstehst du? Das sieht so piratig aus. Er ist Mumie und so ein bisschen Hut, ne? Wo weißt du, welche Seite vorne ist? Woher weißt du, welche Seite vorne ist? Das will ich auch gerne wissen. Das interessiert mich. Sind die Punkte immer nach vorne oder wie ist das? Sind die Punkte immer nach vorne oder wie ist das? Ich würde die Punkte vorne tragen. Ich weiß nicht, welche Punkte. So vergisst du nie, in welche Richtung du gehst. Schöne Erklärung. Ich habe etwas für Red Edison. Weißt du, wo ich ihn finde? Schön, mit dir zu sprechen. Ja. Okay, der hilft uns gar nicht. Was haben wir denn hier? Eine Uhr! Das sieht aber echt viel, sehr viel wie der Eingang aus. Hier ist auch eine Uhr. Kann ich auch rein? Kann ich da... Okay, nein. Ich denke mal, eine normale Pendeluhr, hoffe ich mal. Und kein Geheimgang. Obwohl, sind ja, wenn das hier wirklich das Haus von Red Edison ist, dann könnte es schon sein, dass es hier... Kann ich hier rein? Jo, komm. Ey! Boah, es ist so... Gut. John Hancock! Und eine Vorschlagbox. Eine Schwingtür? Ein Vogel! Zum Rauchdetektor. Ja, die hatten ja bei den... Ich weiß nur, ehrlich gesagt, dass die früher in Minen... Oh ja, schön, kratzt dein Bauch. Ich weiß nur, dass die früher in Minen immer Kanarienvögel hatten. Und falls da irgendwelche Gase oder Rauch oder was war, sind die dann umgekippt. Danke. Dann mussten die ja schon aus den ganzen Schächten wieder raus. Die waren auch als sozusagen Detektor dort, um Gase oder andere Sachen aufzuspüren, weil die das eher merken. Sachen wie jetzt Gase, die man natürlich nicht sehen kann. Was ist das? John Hancock und Thomas Jefferson! Hi! Hey, großer, langer Mann. Mein Name ist Hogi. Sehr interessant. Ich bin selbstverständlich Thomas Jefferson, berühmter Gelehrter, Musiker, Reiter, Student der Wissenschaften, Mitglied der Bar. Ah! Oh, sicher. Ich hab von dir gehört. Was ist da drin, Tommy? Was macht ihr Jungs hier drin? Das ist auch eine gute Frage. Sagt ihr schon, dass du da tolle Sachen trägst? Was macht ihr Jungs hier drin? Wir schreiben die Verfassung für die Vereinigten Staaten. Ah, okay. Im Moment ist es nur eine Verfassung, leider. Wir hatten einen kleinen kreativen Blackout nach der Präambel. Deswegen haben wir da vorne die Vorschlagbox. Ah. Können wir da irgendwas einwerfen? Was ist da drin, Tommy? Thomas, mein Name ist Thomas. Und dies, mein Freund, ist eine Zeitkapsel. Ah, okay. Gefüllt mit Erinnerungen an unsere Zeit, um später entdeckt zu werden. Super. Im Endeffekt könnten wir also da Sachen reintun und so kriegen wir die zu den anderen. Und, wie geht's der Zeitkapsel? Tut mir leid, es zuzugeben, aber außer meinem Holzblock haben wir nichts anderes. Okay, da kann ich...
kann ich irgendwelche Sachen reintun. Ich liebe deine Arbeit über die Unabhängigkeitserklärung. Sagte ich schon, dass du da tolle Sachen trägst? Nun ja, ich studierte in Virginia Mode und Design mit dem Hauptfach Kragentheorie. Ich war Kapitän der Hochschul-Halstuchmannschaft. Okay. Das ist wirklich imponierend, Tom. Thomas. Ich liebe deine Arbeit über die Unabhängigkeitserklärung. Ich liebe deine Arbeit über die Unabhängigkeitserklärung. Ja. Ach, danke. Was hat dir am meisten gefallen? Ich mochte den Teil über den Klerus, ich mochte die wie Fs aussehen. Ich mochte, wir sind das Volk-Teil. Okay. Ja, ich weiß, bei alter Schrift war es mal schwer. Ich mochte die wie Fs aussehen. Aha. Bis später dann. Das ist die schlechteste Antwort, glaube ich, von allen. Was passiert später? Nichts. Überhaupt gar nicht. Ich komme nicht aus der Zukunft. Hey, Hancock, was hast du? Jupp. Hallo? Alles klar? Was ist los? Kalt? Kalt? Ich friere. Oh. Wie wär's, wenn wir den Holzscheit nehmen und den in den Kamin tun? Und dann würde der Vogel sterben, wahrscheinlich wegen dem Rauch. Lass uns das nicht tun. Warum macht ihr kein Feuer? Ich bitte Jefferson ständig um ein Feuer, aber er will nicht. Sagt, er braucht den Holzblock für die Nachwelt und will ihn nicht hergeben. Okay. Also brauchen wir im Endeffekt irgendwas, was wir in die Zeitkapsel tun können. Er gibt den Holzblock hungernden Kindern? Ich werde einfach nicht beachtet. Ich wette, ich war einen Winter lang in Valley Forge, Washington, kalt wäre, bekämen wir ein Feuer. Solltet ihr Jungs nicht arbeiten, statt hier nur rumzusitzen? Warum das schreibst du so groß? Tolle Dicke. Warum unterschreibst du so groß? Astigmatismus. Du meinst, du hast einen Kindheitskomplex? Das ist dein Problem, richtig? Wirklich? Zeig mal deine Hände. Okay, die Wahrheit ist, dass mir mal ein Freund sagte, Frauen würden auf Männer mit großer Unterschrift stehen. gute Antwort. Solltet ihr Jungs nicht arbeiten, statt nur rumzusitzen? Blackout. Uns fällt nichts mehr ein. Deswegen haben wir da die Vorschlagbox hingestellt. Du hast nicht zufällig eine gute Idee, oder? Eventuell? Nein. Wie wär's mit gratis Butterbroten für Rowdies? Ja, das wäre eigentlich relativ gut, weil würden die Rowdies nicht bei die armen Kinder überfallen, um das Essengeld zu klauen. Aber im Endeffekt wär's eine Belohnung für Rowdies und die Leute, die sich eh nichts zu essen leisten können, kein Butterbrot leisten können, die würden da nichts kriegen. Die würden vielleicht zu Rowdies werden, damit sie Essen kriegen. Keine Musik in Aufzügen. Ja, obwohl, man muss sagen, dass die schon ab und zu wirklich schön ist. Manchmal nicht, manchmal schon. Wie wäre es mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung? Das ist sogar ein vernünftiger Vorschlag. Wie wäre es mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung? Freie Meinungsäußerung? Nein, das würde nie klappen. Tolle Decke, Mann. Dankeschön. Die habe ich von meiner lieben farbblinden Tante Hetty. Ich muss gehen. Okay, gib mir die Decke. Ist hier noch jemand?